Halbe Barriere hinten auf den Sofa sitzt. Es ist der Elka, der sich wieder mal spritzt. Er ist ein Arschficker, der alles verbockt. Und er hat wenig Freunde, weil er alle zockt. Er ist derjenige, der ohne Stoff rumzickt. Und sie ist diejenige, die viel Geld mit ihm fickt. Sie gibt ihm das Geld und er fängt an zu laufen, sich beim nächsten Dealer Schore zu kaufen. Er tut alles, um Heroin zu kriegen. Macht der fetten Gangster, ist unfähig zu lieben. Jeden Dingelfing weiß es ganz genau. Sie sind drogensüchtig wie die Sau. Was ist das für eine Welt, in der Eltern Drogen nehmen, wie es ihnen gefällt? Jeden Monat warten sie aufs Kindergeld. Schore-Niggers bahnen ihren Weg durchs Land und werden von der Polizei nicht erkannt. Eltern über ihn führen das hin. Kinder nehmen Drogen, das ist nicht gelogen. Dingelfing, das ist mein Gestand. Ich muss euch erzählen, was ich jeder mache. Eltern für ihn führen das hin. Kleine Kinder nehmen Drogen, das ist nicht gelogen. Dingelfing, das ist mein Gestand. Ich muss euch erzählen, was ich jeder mache. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Depp, der vor lauter Schore nichts mehr checkt. In der Früh steht er auf und denkt an Heroin. Und wie kann sein Daddy noch mehr Geld verdienen, damit er noch mehr ballern kann? Wenn er vor dir steht, dann ist das ein halber Mann. Mit 15 wollte schon mit seinem Leben abschließen. Mit 18 begann er an zu schniefen. Jetzt ist er 20 und darf nicht mehr raus, wie er will. Ich sitze gegen das Haus auf der Couch und chill. Leg meine Füße und genieße das Leben. Dem Wichser werde ich nie mehr Geld geben. Mehr davon hören.